Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Space Nerdkultur. Ja Freunde, tut mir leid, falls das Video vielleicht nicht die gewohnte Qualität hat, sprich dieses Unboxing ein bisschen in die Hosen gehen könnte. Heute hat wohl die Kamera der Bildschirm meiner Kamera wohl endgültig den Geist aufgegeben. Und ich kam einfach noch nicht dazu, eine neue Kamera zu kaufen. Ja, Freunde, um was geht es heute? Um welches Unboxing geht es heute? Um es mal klipp und klar zu sagen, das sieht man auf dem, auf dem Thumbnail. Es geht um Bayonetta. Denn heute kam der dritte Teil von Bayonetta raus und ich habe mir die Freiheit genommen und die Collectors Edition vorbestellt, die heute erschienen ist. Und zwar, da haben wir es, das gute Stück. Bayonetta Trinity Masquerade Edition. Eine Edition, die kaum noch erhältlich ist, jedenfalls nicht da, wo ich sie gekauft habe. Da gibt es sie wirklich nicht mehr zu kaufen. Ob es sie anderswo noch zu kaufen gibt, ich weiß nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Und ja, mal schauen. Ja, Bayonetta, was ist das für ein Spiel? Wenn ihr das Spiel Devil May Cry gespielt habt, geliebt habt, werdet ihr dieses Spiel auch mögen. Denn es geht so in dieselbe Kerbe hinein. Hier spielt man aber statt eines wagemutigen Dämonenjägers eine Hexe. Und ja, die kämpft nicht nur gegen die Hölle und deren Dämonen, nein, auch natürlich gegen Engel. Und in diesem dritten Teil waren sogar Menschen in der Lage, eine Art Überhybrid zu machen. Aber ich habe das Spiel noch nicht gespielt, daher kann ich da noch nicht viel sagen. Aber was ich sagen kann und auch zeigen will, ist, was jetzt hier drin ist. Hier haben wir das Messerchen und da werden wir jetzt kurz mal... Ja. Oh Gott. Ich sollte mal die Klinge wechseln, merke ich gerade. So. Ich muss das ein bisschen so nehmen, da kann ich es besser. So, wunderbar. Ja, können wir sie jetzt aufmachen. Die Rückseite, also ich finde dieses Logo richtig geil, also ich ist es jetzt kopfüber. Dieses Logo sieht richtig geil aus, finde ich. Jetzt bin ich aber auch gespannt, wie das Innere jetzt aussieht. So. Wie ihr seht, die Collectors Edition von Nintendo sind ein bisschen kleiner als die der PlayStation und so. Aber wow! Hübsch, hübsch! Hübsch dargestellt! Hier haben wir das Spiel und ja, also ich finde es richtig schön. Also, ich freue mich richtig darauf, das Spiel zu spielen. Vor allem aber auch rechtzeitig zu Halloween. Dieses Spiel zu kriegen ist einfach Zucker. Also ich finde es richtig geil. Ja. Und hier haben wir noch ein... Was haben wir denn da noch? Oh. Alternative... Ja. Alternative, sagt schon, Cover von Bayonetta 1, Bayonetta 2 und Bayonetta 3. Also, wow, richtig schön. Und da haben wir sogar noch eine Ersatzhülle. Aber das ist, glaube ich, noch nicht alles, was diese Edition zu bieten hat. Jetzt muss ich das kurz ein bisschen zur Seite legen. Oh, da haben wir
ein Artbook. Ich packe das jetzt nicht aus, aber doch, das packe ich jetzt aus. Es ist ein Unboxing und dann packe ich es aus. So. Ist das jetzt schlau, was ich da vorhabe? Ja, das hat geklappt. So. So. Voilà. So, das ist das Artbook. Mit Konzeptzeichnungen vom Spiel selbst, hier Bayonetta selbst, ne, mit Pistolen, das ist die neue, die dazugekommen ist. Auch da ein paar Skizzierungen. Richtig cool. Shaw, die Freundin von Bayonetta. Also ja, wie gesagt, dieses Spiel ist wirklich geil. Also, da haben wir noch... Wow. Luca, Rodin, und wie dieser Typ wieder heißt, keine Ahnung, der ist, keine Ahnung, wie der wieder heißt. Ja. Ich könnte jetzt da stundenlang da drin rumblättern und es würde mir nicht langweilig werden. Aber das ist die, ja, das ist sozusagen die Collector's Edition Masquerade Edition von Bayonetta 3. Und jetzt muss man sich fragen, also ich habe jetzt 99 Franken für diese Edition da bezahlt. Und man muss sich natürlich fragen, ist mir das Geld wert? 99 Franken für das Spiel, für drei alternativen Cover zu den anderen Spielen und eben für das Artbook. Ist, sind mir da 99 Franken, sind es mir da wert? Und für mich natürlich, ja. Ich bin ein riesen Fan der Serie. Für jemand, der jetzt einfach mal einsteigen will, denke ich, reicht die normale Edition vollkommen aus. Denn das Spiel selbst macht wirklich Bock. Wer auf stylisches Rumgepöble steht, der hat das. Der macht da wirklich nichts falsch. Natürlich in der Nintendo Switch-Grafik, also es ist keine High-End-Grafik, aber trotzdem macht dieses Spiel wirklich Laune. Ja. Jetzt fragt man sich, ja, werde ich dieses Spiel Let's Playen? Und da muss ich leider sagen, nein, ich werde es nicht Let's Playen. Wieso werde ich es nicht Let's Playen? Aus einem ganz einfachen Grund. Weil ich nicht weiß, wie man wirklich Nintendo Let's Plays macht und ich habe keine Lust hier noch weiß Gott was einzukaufen, nur um ein Nintendo-Spiel zu Let's Playen. Deshalb werde ich wohl einfach mal dieses Spiel spielen, immer wieder ein paar Aufnahmen machen, denn man kann 30-sekündige Aufnahmen machen, um dann daraus ein Video zu machen, wo ich dann ein bisschen mein Endfazit zu diesem Spiel gebe. Ja, Freunde, ich will mich noch entschuldigen für diese provisorische Aufmachung hier jetzt, denn normalerweise sind wir ja da am Tisch, am großen Tisch, wo ich das auch richtig zeigen kann. Ich habe heute noch sehr, sehr viel vor, deshalb so das Provisorische, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ihr lasst ein Like da und schreibt mir doch unten in die Kommentare, habt ihr schon mal ein Bayonetta gespielt und wie findet ihr diese Serie? Spielt ihr sie gerne? Ist sie für euch auch ein reines unterhaltungsmäßiges Prügelfest oder ist das eher nichts für euch, wo ihr sagt, nee, lieber nicht, das ist nicht so mein Fall.
Ja, wie gesagt, ich würde mich über ein Like freuen und vielleicht sieht man sich ja hoffentlich bald in einem neuen Let's Play von mir wieder, denn die Let's Plays dieses Jahr, ich weiß, waren erschreckend dürftig. Und dazu mache ich dann mal ein eigenständiges Video, aber das kommt nicht heute, auch nicht morgen, vielleicht nächste Woche oder in 2 Wochen, da habe ich dann genug Zeit. So, Freunde, dann wünsche ich euch einen schönen Tag, schönen Abend, glückliches Halloween und bis dahin wünscht euch euer Swiss Nerd Kultur erschreckend geile Abende in dieser Halloween-Zeit. Bis dann und ciao!